Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und die Lichtverhältnisse sind heute so ein bisschen mittelmäßig, denn wir haben kein Licht, sondern nur ein Fenster. Und deswegen könnte es sein, dass das Licht an der einen oder anderen Stelle mal heute nicht ganz so gut ist. Aber was machen wir heute? Wieder ein Food-Video und wir machen heute ein Charcuterie-Board. Wir hören nochmal rein. Charcuterie-Board wird wahrscheinlich 1000% nicht so ausgesprochen. Aber ich würde sagen, erstmal switchen wir zum Mikro und dann kann das Video auch schon losgehen. So, und da ist das Mikrofon auch schon dran. Hier haben wir einmal das gute Board. Ich lege es jetzt noch einmal zur Seite, denn wir fangen jetzt erstmal an zu schneiden. Und zwar nehmen wir heute dafür mal Teller. Obwohl das ein Brett ist, ist das kein Schneidebrett. Das ist auch der letzte verstanden hat, der es hier letztes Mal genutzt hat. Ich habe jetzt einmal, da ich kein Baguette mehr bekommen habe, sonst nimmt man Baguette, aber ich habe jetzt einfach drei Brötchen geholt. Die werde ich dann am Ende aufschneiden. Und was ich jetzt genau habe, werde ich euch jetzt einmal im Schnelldurchlauf zeigen. Kamera hat wieder Faxen gemacht, deswegen. Dann haben wir einmal Oliven mit Gewürzen. Dann haben wir einmal diesen Käse. Das ist so wie ein Camembert. Was für Kuchen? Das ist Camembert. Den kenne ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob der schmeckt. Deswegen wartet erst zum Ende, ob ich den überhaupt empfehlen kann. Den kann ich allerdings empfehlen. Den habe ich auch öfters mal so. Ein Schweizer Bergkräuterkäse. Ich muss sagen, der sieht schon nicht schlecht aus. Also auf jeden Fall Salami Baguette-Style. Die habe ich auch öfters mal. Sind auch sehr lecker. Und noch einmal wie Lachsschinken, denn... Ja, ich hätte auch veganen Lachs kaufen können, aber der ist jetzt für sowas einfach besser zum Hinlegen. Wenn man natürlich mehr Platz hat und noch eine größere Menge machen möchte, kann man den anderen natürlich auch noch zusätzlich zu dem hier holen. Und dann haben wir noch einmal eine Butter. Die mache ich einfach ein bisschen so an der Seite. Hätte ich jetzt noch so frische Kräuter, würde ich dann die so ein bisschen ja, vermischen. Aber das ist jetzt ein Aufwand, den möchte ich mir gerade persönlich einfach nicht machen. Weil ich finde, es ist irgendwo unnötig, aber... Wenn man es richtig macht. Zu guter Letzt noch ein bisschen was Süßes, denn bei einem Board ist es natürlich wichtig, dass man süßige, salzige und was weiß ich für Faktoren alles hat. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, die ganzen Käsesachen zu schneiden. Fangen wir einmal mit, ich würde sagen, dem Käse hier an. Wenn ihr sowas macht, dann denkt immer daran, das Mildeste zuerst zu schneiden, um dass ihr dann nicht die... krassesten Geschmäcker gleich alle an den anderen Käsestücken verteilt. Ich nehme jetzt hier ungefähr so die Hälfte. Rot, Orangen. Orange. Lila, nochmal Lila. So. Ach, du meine Güte. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Ich weiß nicht, ob ich das mag, ehrlich jetzt, Leute. Also wenn ich Käse esse, dann esse ich normalerweise immer so einen leichten. Das riecht auf jeden Fall alles andere als leicht. Oh nee. Mm-mm. Oh, das ist ein Stinkekäse. Oh. Dem sagt, nee, da kommt er nicht drauf. Stinkekäse hier. Oh nein, da ist wieder der Stinkekäse drauf. Was ist das überhaupt für ein Käse? Der stinkt immer übelst nach Käsemauke. Jetzt machen wir mit dem weiter. Ich glaube, der wird gut sein. So. Schneid jetzt erstmal hier ein bisschen was ab. Und guck dann, wie viel ich im Endeffekt nehme. Ich muss sagen, der Käse hier, der ist echt angenehm zum Essen. Jetzt kommen wir einmal zur Geschichte des Boards. Und zwar, die Ursprünge liegen in der europäischen Küche. Schon im Mittelalter waren Bretter in Europa bekannt. Ursprünglich kommen sie aus Frankreich, habe ich mir schon gedacht. Sogar bei fürstlichen Banketten mit prachtvoll gedeckten Tafeln hat man sie gereicht. Gut, ich habe zum Beispiel auch eine Liste vorher gemacht. Das kann ich euch hier einmal einblenden. So ein bisschen die Inspiration und was so ungefähr drauf soll. Macht natürlich Sinn, vorher sich da ein bisschen ein paar verschiedene Sachen zu überlegen und mal ein paar Bilder durchzugucken. Und ich muss mal schauen, ob ich jetzt genug Käse geschnitten habe, ob das jetzt schon reicht. Kommt dann hier hin. So, wir haben jetzt hier eine Art Blume.
Die kommt hier an die Seite. So sieht bisher das Zwischenergebnis aus und ich muss sagen, gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Ich werde hier noch so ein paar Trauben hinmachen am Ende, so wie hier. Weil diese einzelnen, das sieht einfach nicht schön aus. Weiter geht's mit der Salami. Oh, vorsichtig. Und die werde ich jetzt hier mal so ein bisschen hin und her einrollen. Leute, ich bin jetzt zum Ende gekommen und das sieht doch geil aus, oder? Seid mal bitte ehrlich. Leute, ich muss euch einfach was sagen. Ich bin ein Macher und kein Lacher. Und jetzt schaut euch mal das an, wie heftig das aussieht. Ich bin doch noch richtig zufrieden. Zum ganz kurzen Abschluss muss ich natürlich sagen, dass mir diese Aktion sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich kann es nur empfehlen, mit Freunden, wenn man eine richtige Party schon plant und veranstaltet, macht es natürlich noch mehr Spaß. Aber ich wollte es jetzt einfach nur probieren, ist es möglich, ein Charcuterie Board im Vegan zu machen? Und ja, es ist möglich und ja, es schmeckt auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt gerne ein Like und abonniert meinen Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.